Grüß dich, ich bin's, der DJ Hake, da. Ich bin der Gesichtselfmeter von der Playa de Palma. Aber das hier, das ist nicht die Playa de Palma, das ist Calamajor. Besser bekannt als Calamach mal langsam. Das Melatonin-Spray der Insel, verstehst du? Was du hier sehen tust, das ist quasi the Beach von Calamajor. Der besteht zu 80% aus Engländern und die übrig gebliebenen 30%, das sind alles Briten. Das hier, das sind die Preise in Calamajor. 6 Euro eine Liege, 7 Euro ein Schirm, 14,95 Euro zum Paddelboot und wenn du abgeholt werden musst, weil du abgetrieben bist Richtung England, 7,40 Euro. Das hier, dieser Strandclub hier, Nixe Beach, das gehört einem Kumpel von mir. Aber nicht wegen Nixe, also der Nixe, sondern wegen Nixe arbeiten, kein Bock. Die Spanier, die hier leben, tun, die arbeiten noch weniger als die Griechen. Die haben quasi das Murmeltier als Haustier erfunden. Selbst so ein Rettungsschwimmer auf Mallorca macht den ganzen Tag Nixe. Die trinken die Sangria nicht, die lassen die im Mund langsam verdunsten. Statt Fernsehen gucken die dem Eiswürfel beim Schmilzen zu. Ich bin übrigens hier nebenberuflich noch Bojenwart. Hallo, nicht so weit raus da! Die sprechen zwar kein Deutsch, die Bojen, aber ich habe Respekt vor meiner ganzen Aura her. Wenn ich nicht an der Playa de Palma Platten auflegen tue, da, Telefon-Terror-Meeting, dann arbeite ich hier hinter mir im Hotel Rio Royal. Das ist so ein 5-Sterne-Puff für Business-Friseuse. Da arbeite ich als Klofrau, aber das ist undercover. Senor, do you play la guitarra? Keine. You know, it's only for to impress the girl. Keine Ahnung von Musik, aber hat eine Gitarre gekauft, verstehst du? Was ich an dem Meer hier so auf Mallorca mögen tue, das ist, dass das eine gewisse Flüssigkeit hat. In Köln, da ist das Wasser so hart, wenn du da einen Körper machst vom 3-Meter-Brett, da hast du auf einmal eine Klinke in der Schädeldecke. Give me the guitar. I think I'm your type of man. Neues Instrumental. Thank you, sir. Ja, sie lieben mich, kennen mich jetzt die Spanier, ne? Ja, das hier, hinter den zwei Schnicksen hier. Pardon. Yes, arriba, alle hopp, vamos. Das ist hier quasi der Helikopterlandeplatz. Für DJ Düse, ihr wisst schon, Hubschrauber-Einsatz. Das hinter mir, das sind alles Gäste vom Hotel Rio Royal. Die haben alle mindestens eine Million auf dem Konto. Entweder Guthaben oder Schulden. Quiero cantar contigo. Sí, sí, contigo, conmigo. Bailando. Bailando, salsa. Un pasito bailante, Maria. Das hier, das ist die Bar von dem anderen Kumpel. Der ist eine Runde fleißiger. Das ist aber auch ein Deutscher, der in Budapest studiert hat, dann nach Dänemark ausgewandert. Un, dos, tres, un pasito pa'lante, Maria. Studium in Frankreich, dann kurz rüber nach Brasilien, eben in Australien ein Sabbatical und jetzt hat er eben diese Bar hier. Gracias. Gracias. Meine Ehefrau. Was die zwei hier machen, das ist Beachtennis. Sie spielt nur, um ihn zu beeindrucken. Er spielt nur, um sie zu beeindrucken. Man könnte doch lassen und sofort eine Runde knattern. Aber komm, lass ihn im Glauben. Das Schöne ist hier, in Calamajor gibt es kleine Fische und große. Dieser, den haben sie gestern angespült hier. Jetzt habt ihr mal einen Eindruck bekommen von Calamajor, der Calamach mal langsam. Und das hier, das ist mein Boot, mit dem hole ich jetzt den Dieter Bohlen ab. Schreibt mal in die Kommentare, wie dir die Calamajor gefallen hat. Also, wir sehen uns beim Matzes Programm Mut zur Lücke. Ich bin auch dabei. Dat.